Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur heutigen Etappe der fünften in der Tour de Suisse 2010. Man kann nicht gerade davon sprechen, dass es eine Schönwettertour wäre. Auch heute regnet es auf dem gesamten Parcours, praktisch auf diesen 172,5 Kilometern. Recht triste Verhältnisse also an diesem Nachmittag. 172,5 Kilometer lang also ist die heutige Etappe von Wettingen nach Frutigen. Es führte, muss man sagen, dieser erste Teil Richtung Muri, Richtung Freiamt also. Und dann ging es über den Hemmiker Berg, wo allerdings kein Bergpreis ausgetragen wurde, nach Hochdorf. Die Strecke führte dann in der Nähe von Luzern vorbei Richtung Wolhusen und dann ins Entlebuch hinein, da wo dann der einzige Bergpreis der zweiten Kategorie stattfinden wird, der Schallenberg, dann der Übergang in den Kanton Bern. Es geht dann hinunter Richtung Thunersee und über Spiez hinein Richtung zweiten Bergpreis nach Aschi und dann zum Ziel in Frutigen. Frutigen zum ersten Mal Etappenort der Tour de Suisse. Vier Fahrer sind nicht mehr gestartet zur heutigen Etappe, nämlich Heinrich Hausler nach seinem gestrigen Sturz vor dem Ziel zusammen mit Cavendish. Dann auch nicht dabei Arnaud Coyot, der Franzose aus der Caisse d'Epargne-Mannschaft. Die Fahrer werden jetzt dann in wenigen Minuten den Aufstieg Richtung Schallenberg in Angriff nehmen. Der Schallenberg mit einer Höhe von 1167 Metern über Meer. Allerdings ist die Höhendifferenz nicht besonders gravierend. Von Schangnau auf den Schallenberg, da sind es genau 200 Höhenmeter. Er wird am 30. Juni wird er 27 Jahre alt. Der Mann im roten Trikot an der Spitze jetzt vorne links am Bildrand hat in diesem Jahr einen 5. Platz im Finale der Katar-Rundfahrt und einen 7. bei der Oman-Rundfahrt erreicht. Aber die 5er-Gruppe, sie bleibt zusammen, da erfolgen keine Attacken. Man hat natürlich auch nur eine Chance, wenn man mit gebündelter Kraft da Richtung Ziel fährt und sich dann auch ablösen kann in der Ebene unten dann wieder rund um den Thunersee herum. Erfreulicherweise hat Martin Elmiger zur heutigen Etappe wieder antreten können. Er hat gestern in diesem Finale einen wirklich sehr, sehr spektakulären Sturz getan, mit einem Salto sozusagen, in einer Sportart, wo die Kür bewertet worden wäre, hätte Elmiger sich ganz, ganz weit vorne klassiert, aber zum Glück ist er da mit einigen Schürfungen davongekommen. Der Schallenberg, das ist der Übergang vom Emmental ins Berner Oberland im Sommer. Jetzt wäre ja eigentlich Sommer vor allem auch sehr beliebt für die Motorradfahrer. Da geht es jetzt hinunter dann Richtung Spiez. Nicht Spiez, natürlich Steffisburg, wollte ich sagen. Wunderschöne Aufnahmen, die wir hier zu sehen bekommen. Der Thunersee, eine sehr idyllische Gegend, das Schloss Spiez hier. Eine beliebte Sommerdestination am Thunersee. Der Blick auf Frutigen am Nordportal der NEAT. Der neue Lötschberg-Basistunnel sticht direkt von Frutigen aus in den Berg. Das Wallis ist damit in einer halben Stunde von Frutigen aus erreichbar. Hier in Frutigen wurde ja Mike Schmid, also nicht hier in Vancouver natürlich, aber Mike Schmid aus Frutigen wurde Olympiasieger
in Vancouver in der neuen olympischen Disziplin Skicross. Ihm zu Ehren wird hier eine Straße nach ihm benannt, die er auch selber baut. Mike Schmid ist ja von Beruf aus Straßenbauer. Das ist das Gesamtklassement, das sich heute nicht verändert hat. Das war der entscheidende Angriff von Markus Burkhardt. 1300 Meter rund vor dem Ziel. Da vorne sieht man die Flamme Rouge. Daniel Oss ging zunächst mit, reagierte. Maskant nahm das Hinterrad von Oss. Aber dann hat wenig später Oss zurückgeschaut, wollte Maskant die Führung aufzwingen. Und das hat Markus Burkhardt ausgenutzt. Und die fünfte Etappe für sich entscheiden können. Hier sehen wir den Niesen mit einer Höhe von 2362 Metern. Man sieht da zwar nicht ganz hinauf, ist als Pyramide des Berner Oberlandes bekannt. Neben der steilsten Standseilbahn führen über 11.674 Tritte zum Niesenkulm. Es ist die längste Treppe der Welt. Jährlich findet hier der 11.674 Treppenlauf Sportanlass mit vielen bekannten Läuferinnen und Läufern zum Niesenkulm statt. Die Dorfstraße hier in Fruttigen, die heute als Zielgerade gedient hat. Und da ist Markus Burkhardt, der verdiente Etappensieger. Nach 7 Kilometern ist er mit seinen 4 Fluchtgefährten ausgerissen und hat diese Flucht durchgezogen. Endlich einmal hat es geklappt. Endlich einmal hat eine Fluchtgruppe reüssieren können, ist durchgekommen. Dank Markus Burkhardt, Martijn Maskant und Daniel Oss, die beide ebenfalls noch vor dem Hauptfeld ins Ziel gekommen sind. Der in der Schweiz lebende Markus Burkhardt also gewinnt in Fruttigen. Fährt für das amerikanische BMC Racing Team von Andy Ries.